Der Medienprojektpreis für Frag den Bundestag. Und für die Laudatio darf ich jetzt aus der Jury Professor Thomas Leif auf die Bühne bitten, Chefreporter des SWR. Aber zuerst wollen wir mal die Preisträger sehen, weil ich sie auch alle gar nicht genau kenne. Vielleicht können Sie sich mal kurz bemerkbar machen. Maximilian Richt, Martin Reyer, Arne Semsroth, Stefan Wehrmeier, wo sind Sie? Vielleicht mal aufstehen und mal in die andere Richtung gucken. Weil Medienprojekt hört sich so harmlos an, ist am Anfang, ist nicht so wichtig, aber Irrtum. Anhand dieser Menschen können Sie sehen, dass alle wichtigen Veränderungen in der Gesellschaft meistens von Minderheiten ausgehen und von sogenannten Drehpunktpersonen. Das hat Rolf Schwenter, leider verstorbener Wissenschaftler, immer gesagt. Also die Wucht, die von diesem Kreis auch um Arne Semsroth ausgeht, ist gewaltig. Denn es klingt so harmlos, Informationsfreiheit, Gutachten beschaffen, alles sozusagen nebensächlich. Aber weil wir sie in den Film schon gesehen haben, will ich eigentlich nur so vier wichtige Punkte nennen, die dieses Projekt Frag den Bundestag besonders machen. Sie haben schon gesehen, sie haben mit List und Leidenschaft dafür gesorgt, dass diese manchmal etwas langweiligen Gutachten überhaupt vorrätig sind. In der Jury hat dann unser alter, erfahrener IGM-Vorsitzender gesagt, naja, wir sollen das nicht so übertreiben, es gäbe auch allerhand Gutachten, die ziemlich dünn und schlecht wären. Da hat er wohl recht. Aber die Tatsache, dass andere Gutachten nicht rausgegeben werden, zeigt ja auch, dass es offenbar einen Grund gibt. Und dahinter steckt der alte Satz von Politik und Verwaltung, Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen. Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen. Und bei dem ganzen Bereich der Informationsfreiheit ist das die Kernmotivation. Und wir hatten dann in der Jury gesagt, dass dieser Schritt, das ist ja ein Element in einem ganzen Portfolio der Aktivitäten, wichtig ist und unterstützenswert ist. Womit haben wir es bei der Sache zu tun? Und das sind Merkwürdigkeiten, weil auch viele Journalisten und Bürger die Chancen der Information gar nicht nutzen. Das muss man ganz klar sagen. Sie wollen Transparenz, sie schreien nach Transparenz, aber diejenigen, die sich wirklich darum kümmern, sind sehr klein, eine kleine Gruppe. Also alle wollen so eine Art Flatrate-Demokratie. Alles haben, aber nichts dafür tun. Und die Leute sorgen dafür, dass sie den einen oder anderen Schritt gehen, dass sich das ändert. Das Zweite ist, nirgendwo wird mehr geheuchelt als im Bereich der Informationsfreiheit und der Informationsbereitschaft. Alle lassen sich bejubeln. Aber was machen Sie? Mit juristischen Spitzfindigkeiten werden Ausnahmeerscheinungen definiert, werden Sonderregelungen gemacht. Und es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als dieses Recht nur auszunutzen, indem Sie klagen. Sehr viele Klagen laufen und in den Urteilen zu den Klagen gibt es dann eine Definition der Informationsfreiheit. Alle wollen Informationsfreiheit, alle sagen in skandinavischen Ländern wunderbar, aber kaum einer tut was dafür, obwohl die Wirkung immens ist. Weil mit diesen Informationen, die durch solche Leute und solche Projekte beschafft werden, wirkt das in die Behörden, in die Politik hinein. Sie fangen an, weniger zu mauscheln, weniger Absprachen zu machen. Also wenn man so will, wie eine Art Präventionsprogramm im Innern. Das wird nur selten so gesehen. Das heißt, wenn die Geheimdienste irgendwann einmal was rausgeben müssen, hat das den wunderbaren Kollateralnutzen, dass die Geheimdienste nicht allzu viele Sauereien machen. Das gleiche, konkretes Beispiel, beim Abgasskandal in der Berliner Zeitung vor wenigen Tagen war die Abstrusität komplett dargestellt. Behörde stimmte ihre einzelnen Aktivitäten mit den Autobauern in einem Bericht ab. Das heißt, wir haben die Absurdität. Sie als Informationsinteressent, der den Antrag schreibt, bekäme die Unterlagen nicht. Die Behörde aber, das Kraftfahrtbundesamt, mauschelt mit denjenigen in der Autoindustrie die einzelnen Sachen zusammen. So ist die Absurdität bestellt und um diese Chimäre zu entziffern und zu bearbeiten, sind Projekte wie Frag den Bundestag und andere extrem wichtig. Zum Schluss, vielleicht ist das auch ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger und vor allem an die Journalisten, die sich immer gerne in einer Bequemlichkeitsfalle sonnen, öfter mal dieses Recht zu nutzen. Wenn Sie es täten, so wie die Initiative, würde aus sozusagen aus der verordneten Demokratie eine erstrittene Demokratie und es wäre sehr heilsam. Die Bedeutung sehen Sie einer ganz einfachen Faustregel und Faustregeln sind das Wichtigste im Leben, wie wir alle wissen. Wenn der Widerstand besonders groß ist, gibt es einen Grund für diesen Widerstand und der ist in diesem Fall besonders groß und deshalb sind wir froh, ein Projekt dieser Art auszuzeichnen, was langsam aber sicher
Informationsfreiheit stabilisiert, verbessert und für uns alle zum Nutzen beiträgt. Vielen Dank und weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Ich begrüße Sie jetzt, Arne Semsrott, Martin Reyer und Maximilian Rich. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Arne Semsrott. Sie haben ein bisschen so ein Abo, Sie waren letztes Jahr auch schon mal hier mit hochschulwatch.de, ne? Ja, ich mag es hier. Ja, das sagen wir. Also wir mussten vorhin ein bisschen lachen. Also man muss die Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, ist ein bisschen kompliziert, man muss sie einzeln anfordern, dann erst zugeschickt bekommen, dann einscannen und dann werden sie öffentlich gemacht. Inzwischen nicht mehr. Und das ist der Erfolg von Frag den Bundestag eigentlich. Wir sind vor dieser Aktion zum Bundestag gegangen und haben den gefragt, ob er nicht von sich aus all diese tausenden Gutachten veröffentlichen will. Und der Bundestag wollte das nicht. Also haben wir, beziehungsweise der Abgeordnetenwatch hat sich eine Liste besorgt von 5000 verschiedenen Titeln der Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes. Die haben wir in eine Datenbank gepackt und dann haben innerhalb von 2 Wochen knapp 3000 Menschen einzelne Gutachten angefragt. Und dann konnte der Bundestag entscheiden, entweder 3000 einzelne Anfragen zu beantworten. Das haben Sie sehr geschickt eingefädelt. Und das hat insgesamt 3 Wochen gedauert, bis Lammert, also der Redner von 2011, der dann entschieden hat, dass alle Gutachten, die es bisher gab und alle zukünftigen Gutachten, die geschrieben werden, online veröffentlicht werden. Und das sind die jetzt inzwischen? Die meisten davon, ja. Alle, okay. Wie ist die Resonanz? Wer hat darauf bislang so zugegriffen? Haben Sie da schon einen Überblick? Die Journalisten hat ja Thomas Leif erwähnt. Wir tracken das nicht so genau. Wir wissen aber, dass die meisten Zugriffe von Internet Explorer-Usern kommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich die Verwaltung. Ja. Also tatsächlich dann wahrscheinlich der Bundestag selbst, weil die über diese Website besser an ihre eigenen Dokumente kommen, als wenn sie bei sich selbst. Auch an dieser Stelle tun sie viel Gutes. Das Projekt ist angegliedert an die Seite Frag den Staat, ein Portal, das sich eben für die Informationsfreiheit stark macht. Wie sind Ihnen da diese wissenschaftlichen Gutachten in dem Zusammenhang auch in den Fokus geraten? Es gab ja, glaube ich, 2015 ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Genau, das muss man ganz einfach sagen. Wir haben da aufgebaut auf ein Urteil, was es gab. Also ursprünglich war es so, dass der Bundestag nicht mehr bereit war am Anfang, auf Anfrage ein Gutachten herauszugeben. Da ging es ganz konkret um ein Gutachten zum Thema UFOs. Das hatte eine CDU-Bundestagsabgeordnete in Auftrag gegeben. Und ein Bürger wollte jetzt auf Anfrage gerne wissen, worum geht es in diesem Gutachten. Und da hat der Bundestag gesagt, das wollen wir nicht rausgeben. Und dann hat dieser Bürger dankenswerterweise geklagt. Das ging über mehrere Jahre und dann gab es im vergangenen Jahr ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das da lautete, auf Anfrage müssen eben diese Gutachten veröffentlicht werden. Und wir haben uns dann gesagt, als Bürger haben wir ja überhaupt keine Chance, überhaupt Anfragen zu stellen, wenn wir gar nicht wissen, welche Gutachten überhaupt vorliegen. Und deswegen mussten wir erstmal eine Liste
bekommen vom Bundestag mit allen Titeln der Gutachten. Das stellte sich auch als schwierig raus, weil der Bundestag dann argumentierte, wir wollten mit dieser Anfrage die Behörde ausforschen. Das war original das Zitat und das war natürlich absurd und dann haben wir Widerspruch eingelegt und dann fiel dem Bundestag eigentlich auch nichts ein mehr und dann haben sie wohl oder übel diese Liste rausgeben müssen. Mhm. Und erst dann war es eben möglich, die Leute, also die Netzgemeinde, sage ich mal, drauf loszulassen auf dem Bundestag und zu sagen, hier, stellt mal Anfragen. UFOs haben Sie erwähnt, gab es noch ein paar Themen, die Sie so ein bisschen überrascht haben? Ja, das in dem Film angesprochene Gutachten zum Thema Nacktbaden auf Grundstücken des Nachbarn. So, da kann man sich ja vorstellen, wie so ein Gutachten dann in Auftrag gegeben wurde. Anzunehmen, dass es einen Bundestagsabgeordneten gab, der sich darüber ärgerte, dass auf seinem Nachbargrundstück jemand nackt gebadet hat und er wollte jetzt eben die rechtlichen Grundlagen eruieren, um möglicherweise dagegen vorzugehen. Anne Semsrott, inzwischen gibt es noch eine Plattform, Frag das Jobcenter, die haben Sie auch ins Leben gerufen. Vielleicht noch zwei Worte dazu, was soll da vor allem transparent gemacht werden? Die technische Infrastruktur für solche Kampagnen, die steht jetzt. Das heißt, wir können jetzt zu anderen Behörden gehen und die fragen, ob sie von sich aus Informationen bereitstellen wollen. Wenn sie das nicht wollen, dann können wir diese Infrastruktur einsetzen. Das machen wir gerade mit den Jobcentern, mit allen internen Weisungen und mit den Zielvereinbarungen der Jobcenter. Das heißt, Nutzerinnen von Frag den Staat stellen Anfragen an alle Jobcenter in Deutschland, um herauszufinden, wie zum Beispiel die Vergabe von Sanktionen an Jobcentern geregelt ist, welche Zielvorgaben für Sanktionen oder für die Vergabe von Geldern geregelt sind. Und wenn wir die dann alle bekommen, dann können wir vergleichen, zum einen, wie Jobcenter unterschiedlich regulieren und zum anderen, der andere Punkt war auch noch wichtig. Den habe ich Aber vielen Dank, Sie haben uns schon viel darüber erzählt. Herzlichen Dank nochmal Anne Semsrott, Martin Dreyer und Maximilian Richt. Vielen Dank.